Oh mein Gott, Digga! Und das hier gefällt mir sehr gut. Weißt du, das ist die venezianische Handelsgilde. Ja, so wird ein Schuh draus, Park. Wie geil! Ist ja mega nice. Mega geil, einfach mal wieder alleine zu sein. Das ist, ja, es ist einfach nur schade und bedrückend, aber gut. Wir schauen uns erstmal an. Spark hat hier schon angefangen mit dem Schlossbau, Leute. Hä? Spark hat jetzt hier einfach mal drauf losgebaut und quasi das Schloss schon mal den Eingangsbereich gemacht. Finde ich geil. Das ist noch relativ plain. Das heißt, es fehlen auf jeden Fall hier weitere Muster und sowas. Ne? Die Eingangshalle ist auf jeden Fall schon mal ganz schön. Finde ich ganz gut. Die Farbe hier oben, ich glaube Prismarin. To be honest, eher das Ding als das blaue Dach. Da können wir aber mal überlegen. Und die Tiefe halt fehlt noch. Also hier würde ich jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich mal jetzt einfach hier so drauf losbauen würde, ne, würde ich sagen, da fehlen auf jeden Fall noch so ein paar Elemente in der Mauer, wenn ihr checkt, was ich meine. Ne? Also hier so ein paar Säulen und sowas, ne. Ich habe jetzt auch wieder Elytren, Leute. Ich habe mir eine Elytra wieder geholt. Kuss an JB geht an der Stelle raus, der das Ding netterweise an mich verkauft. Ich würde gerne heute mit euch Folgendes machen. Und zwar möchte ich mich hier um den Marktplatz kümmern, meine Freunde. Ich würde gerne heute mit euch zusammen einen Goldschmied bauen. Und vielleicht sogar den Gewürzhändler. Gewürzhändler müssten wir mal überlegen, wie wir das am besten machen. Da gibt es aber, glaube ich, Möglichkeiten mit Barrels und so. Da habe ich Bock drauf. Einen Goldhändler zu machen. Wir haben ja unten die Goldfabrik. Wir müssen erstmal ganz kurz schauen. Lasst uns, bevor wir das jetzt machen, ganz kurz ein kleines Mockup bauen. Wir müssen ja gucken, dass wir das ein bisschen vorbauen, damit ich zumindest ungefähr einen Plan habe, was wir brauchen. Also, diese Korallen, die so ein bisschen filigraner aussehen. Ich stelle mir immer gerne so ein bisschen was zurecht. Klar, eine Glocke macht Sinn. Ich finde es geil. Also, das hatte gerade eben jemand gesagt, wenn wir das Gold so wie so ein Fluid quasi rausfließen lassen. Das heißt, wir sagen quasi, wir machen vorne so eine Art Muffel hin und das Gold fließt quasi hier oben, also so flüssig irgendwie heraus. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so. Dann würde ich sagen, fließt das quasi hier raus, ne? Irgendwie in sowas, in so eine Art Behältnis. Wisst ihr, was ich meine? Fantasie pur. Und jetzt kommt hier nämlich der gemauerte Ofen hin. Ja, das finde ich schon mal ganz nice. Das finde ich schon mal sehr nice, den Kontrast mit den beiden Materialien mag ich. Oh, da kommt was zusammen, Leute. Das finde ich ganz geil. Ja, ist doch mega, oder? Was sagt ihr dazu? Sowas in der Art. Finde ich persönlich ganz geil. So, ich muss jetzt alles farmen noch, wie dumm. Na egal, komm. Dann farmen wir mal das Clay. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie wieder schneller zu brennen in Minecraft, ne? Also, dass man so auf Speed-mäßig... Schmelzöfen sind schneller. Das sagt ihr mir jetzt, nachdem ich alles immer in diesen Öfen gebrannt habe. Ja, Leute, ne, jetzt tut mir leid. Kann man ja nicht wissen, ne? Woher auch, woher auch. Wir gehen rein, Leute. Wir bauen den Ofen erst einmal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der Form noch nicht so ganz happy. Aber wir fangen hier auf jeden Fall erstmal an. Ich würde ihn fast sogar schon nur so bauen, wenn ich ehrlich bin. Weil dann können wir es alles ein bisschen... Ja, wir machen ihn so. Ja, ich freestyle noch mal ein bisschen, Leute. Aber ich glaube, wir machen ihn so. Das ist ein bisschen geiler. So ein Goldschmied früher. Der muss ja... Also der wird das ja auch geschmolzen haben. Klar, sonst kann man das ja nicht schmieden. Hatte ein Goldschmied früher dann... Also generell, ist das als Schmieden... Common Thing, Verbrennungen zu haben? Also hat man das als Schmied so oder ist das eher nicht so, dass man, ist man dann ein dummer Schmied, wenn man sich verbrennt? Hat man. Okay, also ich habe hier sehr viele Leute, die Ahnung von Schmieden haben, scheinbar im Chat. Extrem stark. Dann machen wir hier nochmal so drumherum so eine Art Extra Protection. Geil. Finde ich persönlich schon ziemlich schnieke, das Ding. Klar, das geht dann natürlich gut hoch hier, ne? So, kommt hier oben, zack, zack. So, da steht auf jeden Fall schon mal der Hochofen. Und der sieht auch deutlich besser aus als der letzte, finde ich, ganz ehrlich. Der ist deutlich kompakter, ist geiler geworden. Oder Chat, was sagt ihr? So, dann machen wir hier noch Folgendes hin. Ah, ich glaube, ich mache es auch so in dem Stil wieder. So, das Becken mache ich tatsächlich doch so groß. Ich weiß, das muss nicht sein. Ah, nee, das... Nee, muss ich machen. Geht nicht anders. Und dann ist halt hier die Verkaufstheke so, wisst ihr? Dann ist das halt ein ziemlich großer Goldschmied, I guess. Oder wir machen es halt nur so. So. So ist eigentlich, glaube ich, entspannter. Weil sonst ist, glaube ich, echt ein bisschen too much. Und dann kann man halt hier die Verkauf... Ja, das ist besser, Leute. Das ist sehr viel geiler. Ich würde jetzt gerne die Tage so Stück für Stück immer weiter den Marktplatz ausbauen. Da echt Bock drauf. Ui, Memo, guck mal, wie der qualmt. Ui. Memo, schau mal. Ui. Ui, Memo, guck mal. Sehr, 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 sehr geil. Sehr, 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 sehr nice. Okay. Sollen wir den Brunnen hier abreißen oder lassen wir den? Machen wir dem nur so eine kleine Verkaufstheke? So. Und dann quasi den Stand hier so. Was machen wir? Oder lassen wir den Brunnen da? Was sagt ihr, Chat? Lass den Brunnen, lass ihn! Okay, wir lassen den Chat, alles gut. Also ich finde, eine goldene Theke für einen Goldschmied ist schon Big Flex. Sehe ich aber irgendwie. Muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist doch schon... Das sieht doch schon mal ganz sick aus, to be honest. Einfach zu wild, Leute. Zu wild. Okay, ich würde sagen, der Goldschmied kann noch so ein bisschen mit so... Da müssen wir jetzt hier und da noch mal ein bisschen was tweaken. Aber sieht ganz nice aus. Ich glaube, das macht schon mal Sinn. Wenn wir den schon mal stehen haben, hier dann irgendwie das Konsul oder sowas, das Verbandshaus. Das Schloss macht Fortschritt. Und ich würde sagen, dann gehen wir morgen auf jeden Fall rein. Und machen auf jeden Fall...
Fall noch ein bisschen mehr am Marktplatz. Ich denke mal, morgen sollten wir den Marktplatz mal ein bisschen durchgrinden. Spark kommt gleich auch dazu. Wir bauen hier ein bisschen am Marktplatz. Und oh mein Gott, Digga. Am Schloss tut sich aber einiges. Und das hier gefällt mir sehr gut. Hallo? Hi, grüß dich, moin. Joe, du wolltest mir Folgendes zeigen. Die Goldfabrik, richtig? Yes. Damit kann man Gold duplizieren, das ist verboten. Nein, es ist mehr so eine Show quasi. Ich bin da, holy sch... Ach, ich bin schon da. Die Idee ist später, wir haben hier einen großen Lavakessel. Ja. Die Lava, die läuft dann später hier rein. Ja. Dann kommen hier Magmablöcke raus. Werden über ein Förderband dann in diese Kühlmaschine gebracht. Ja. Runtergekühlt zu goldenen Blöcken. Ja. Die wandern dann hier unten über diese Wasserstraße. Ja. Auf die andere Seite, in dieser Maschine hier. Nein, ja. Gerade. Ja. Und hier werden die Goldblöcke dann zerschnitten. What the f***? Wie geil. Hier ist die Säge und du siehst auch, die Säge zerschneidet die richtig. What? Also da kommt ein Goldblock an. Das funktioniert? Ja, es ist eine Animation. Also, ja, und zack. Wir tun so, als ob sie zerschnitten werden. Wie geil. Aber der Effekt ist halt geil. Wie nice, holy shit. Ist ja mega nice. Während die Idee jetzt, Revi, ist, dass du siehst, jetzt hier kommt ja so Gold raus. Und das Gold soll jetzt hier in einem Fluss nach unten zu unserem Smaug, dem Drachen, wandern. Damit der ruhig gestellt wird. Genau. Damit der nicht hier ausrastet. Und für den Flex würde ich oben im Schloss irgendwo einen Goldbrunnen bauen, der dann die ganze Zeit Gold speit. Ja, wir haben's ja, Digga, wir haben's ja. Wir können's. Da machen wir es heute dran mit Stallungen und sowas vielleicht. Das könnte man eigentlich schon mal überlegen. Den Stall schon mal zu bauen oder das Handelshaus. Das klingt doch nach einer Idee. Und hier sieht es schon so aus, als hätte man einen Platz für das Handelshaus abgesteckt. Ja, wir haben halt nicht so viel Platz hier, ne? Aber das ist doch, glaube ich, nicht so schlimm. Also ich würde halt gern unten einen sehr, sehr noblen Unterbau haben und nach oben hin so eine richtig geile Holzfassade bauen. Weißt du, was ich meine? Wir brauchen eine geile Farbe für die Fenster, Spark. Was siehst du denn da bei den Fenstern? Ja, also wollen wir das einheitlich machen mit der Kaserne? Nee. Das Problem ist, zu bunt ist irgendwie ein bisschen Trash. Nicht so gut, weil ich wüsste jetzt nicht, warum ein Haus hier ein oranges Glas haben soll. Ich bin großer Fan von Grau. Haben wir Grau? Grau kriegen wir hin. Nee, ich sehe uns hier mit so einem orangenen Terrakotta oder sowas, so einem Mediterranean-Einfluss. Weißt du, das ist die venezianische Handelsgilde. Ja, so wird ein Schuh draus, Spark. Ja, hier mit so einem geilen Balkon, Dickerchen. Sparky, gucke mal. Hör mal, also da kann man doch mal sagen, dass der Junge kreativ ist, ne? Alle haben früher die Lehrer gesagt, Mann, aus dem wird nichts. Und jetzt hier, schau mal. Ja doch, damit kann ich arbeiten, das mag ich. Finde ich gut. Ey, Spark, das sieht doch wirklich aus wie so ein... Was hat Revi den Raketenshop? Ja, klar. Nein. Doch, ich mach damit auch Big Profit. Spark, das sieht doch aus wie so ein geiles Haus aus Venedig, oder? Ja, Moment, bin gerade unten drin. Ja. Ich find's geil. Da muss jetzt eigentlich noch so ein fettes Holzschild irgendwie oben dran. Mit so einem Hammer und Sichel. Nee, das ist falsch. Nee, finde ich geil. Der Dreck auf der Vorderseite soll weg. What the f***? Das gehört dazu. Wusstet ihr nicht, dass sau viele Gebäude in Venedig damals einfach so eine fette Stange Kot einfach vor dem Eingang hatten? Das ist normal. Ey, checkt mal eure Bildung, Leute. What the f***? Gefällt mir. I like. Sagen wir kurz was zum Boden, weil mehr ging hier leider nicht. So wirklich und symmetrisch ist halt schwierig, außer vielleicht... Hey, so Sparky, alles gut. Ich würde sehen uns morgen, ja? Hau rein, mein Guter. Ciao.